Willkommen zu Star Citizen und den besten Features der Alpha 3.14. Mit der 3.14 gab es eine Vielzahl an Neuerungen, neuen Gameplay-Mechaniken sowie größeren Features im Spiel. Allen voran natürlich die Implementierung einer ersten Version der Landezone Orison auf dem Gasplaneten Crusader. Und wenn ihr mehr über die einzelnen Mechaniken, Änderungen und Neuerungen im Spiel wissen wollt, schaut gerne in die hierfür jeweils einzeln verfügbaren detaillierten Guides im Kanal. Mit der Landezone Orison haben wir ein völlig neues Grafiksetting erhalten, welches durch eine sanfte und ruhige Farbgebung besticht, eine friedliche Umgebung vermittelt sowie unübersehbaren Luxus in den Vordergrund stellt. Hierdurch entsteht ein Kontrast zu den meisten anderen Landezonen, welcher sich jedoch stimmig und nachvollziehbar in das Stanton-System einfügt. Und Orison lädt uns hierbei zum Entdecken ein. Neue Rüstungen im Pledge Store für nur $15. Jetzt zuschlagen! Aber nicht nur Orison als Landezone ist eine Neuerung. Vielmehr stellt die CloudTech in der Version 1 einen ersten Schritt für volumetrische Wolken und ein umfangreiches grafisches Upgrade dar. Die hierdurch möglichen Spielmechaniken sind nicht nur auf Orison beschränkt, sondern finden auch im Bereich der Sprungtore, welche zeitnah in andere Systeme wie Pyro oder Nyx führen, Anwendung. Und gleichzeitig findet mit Crusader der letzte Planet des Stanton-Systems seinen Weg ins Spiel. Und ihr könnt euch nicht nur eine kaufen, es gibt sogar drei verschiedene. Aber auch andere Spielmechaniken wurden für einen zeitnahen Release vorbereitet. Hierunter befindet sich auch das Medical Gameplay, wofür wir bereits die ersten Krankenhäuser erhalten haben, welche neben einem ersten Interieur bereits einige Rückschlüsse auf diese mit der nächsten Spielversion erscheinende Mechanik ermöglichen. Aber speziell für diesen Bereich gibt es in Kürze ein größeres Special hier im Kanal. Aber wir vergessen auch nicht die Kleinigkeiten, wie neue Shops, Bekleidungen, Souvenirs und jede Menge Details, welche ebenfalls neu ins Spiel gekommen sind. Hierzu gehören auch die fliegenden Panorama-Shuttles, welche die bekannten Züge aus den anderen Landezonen ersetzen. Hiermit sind die Transfers, welche gefühlt deutlich kürzer ausfallen, zumindest anfangs ein optisches Highlight. Im Crusader Center, einer Mischung aus Museum und Werksbesichtigung, können wir einen deutlichen Fortschritt im Bereich der grafischen Umsetzungen und Detailarbeiten wahrnehmen. Und dies ist auf jeden Fall ein Pflichtbesuch. Hierbei ist es gleichgültig, ob wir uns auf einer Industrieplattform, der Startzone oder einfach nur am Raumhafen aufhalten. Die Aussichten und unvergleichlichen Eindrücke dieser Wolkenstadt können wir überall wahrnehmen. Und mit dem Chairman's Club im Spiel haben wir bald vermutlich eine neue Lieblingsbar. Die neuen Greycat-Rüstungen, praktisch, robust, mit einem unvergleichlichen Design, zum absoluten Toppreis. Drei Farben im Pledge Store für je nur $15. Und im Paket mit einer passenden Lackierung für Ihren Greycat Rock zahlen Sie nur einen Aufpreis für beides. Zwei kostenlose Ingame-Versionen sind ebenfalls erhältlich. Mit der Constellation Taurus, der vierten und bislang letzten Variante dieser legendären Schiffsreihe, findet diese dedizierte Frachtversion endlich ihren Weg ins Spiel. Hierbei ist das Design der Taurus direkt vergleichbar mit der Andromeda- oder Phoenix-Version, wobei die Taurus aufgrund ihres erweiterten Frachtraumes einige Meter an Länge gewinnt. Hierbei ist die Taurus die einzige Version, welche nicht über einen angedockten Snapfighter im Heck verfügt, jedoch durch den vergrößerten Frachtraum die Fähigkeit hat, zwei Ursa Rover oder Rock DS einzuladen. Mit einer Frachtkapazität von etwa 174 SCU sowie 6 SCU abgeschirmtem Schmuggelfrachtraum bietet sich viel Platz für mittlere Frachteinsätze.
Eine weitere Besonderheit ist der große bemannbare Traktorstrahl im unteren Bereich. Und haben wir eigentlich schon über die fantastische Aussicht gesprochen? Dieses einmalige Gefühl, einfach nur durch die Wolkenstadt zu fliegen? Zu landen, auszusteigen und den Blick zu genießen? Falls nicht, das solltet ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren, nachdem fast alle Plattformen begehbar sind und ihr dort auch mit größeren Schiffen problemlos landen könnt. Aber kommen wir nochmal zur Constellation Taurus. Diese verfügt wie alle Constellation-Varianten grundsätzlich über vier Größe 5 Hardpoints, wobei zwei im oberen Bereich auch mit fixierten Größe 5 Waffen verwendet werden können. Aktuell sind die unteren Waffenplätze gezwungenermaßen mit einem Gimbal versehen, wobei hier nur Größe 4 Waffen nutzbar sind. Dies ist allerdings bei allen Constellation-Varianten im aktuellen Spielstand der Fall und im Hinblick auf eine zeitnahe Änderung ist bislang nichts bekannt. Aber auch so stellt die Constellation bislang das schlagkräftigste Schiff in Bezug auf die Pilotenbewaffnung dar. Jedoch unterliegen mit der 3.14 fast alle Schiffe umfangreichen Änderungen ihrer Werte, was die Beweglichkeit, Agilität, Beschleunigung und das allgemeine Flugverhalten betreffen. Hier steht nach Angaben von CIG die Angleichung der Werte an die jeweilige Schiffsrolle im Fokus. Und im Zuge dieser Anpassungen und Angleichungen findet auch der neue Missile Operator Modus seinen Weg ins Spiel. Hierbei haben wir als Pilot nicht mehr die Möglichkeit, Raketen und Schiffswaffen gleichzeitig zu nutzen, sondern müssen uns für einen Modus aktiv entscheiden. Gleichzeitig besitzt nunmehr auch der Co-Pilot die Möglichkeit, die Raketenbewaffnung eines Schiffes aktiv im Kampf zu nutzen, wobei sich der Pilot auf das Manövrieren und die Schiffswaffen konzentrieren kann. Hierdurch erhalten wir ein erheblich wertigeres Multicrew-Gameplay, da auch die aktive Energieverteilung unserer Systeme durch den Co-Piloten gesteuert werden kann. Dennoch das gesamte Kampfsystem wurde durch das Power-Management-System grundlegend verändert. Aufgrund der Tatsache, dass ein Dauerfeuer nicht mehr möglich ist, wird es daher umso wichtiger, eine Crew mit an Bord zu haben, welche Geschütztürme nutzen und Raketen- und Energieverteilungen im Blick haben, um eine möglichst hohe Effizienz zu erreichen. Denn durch das Power-Management-System besitzen Geschütztürme eine unabhängige Energieversorgung, wodurch eine zusätzlich nutzbare Schadensmöglichkeit geschaffen wird. Mit dem neuen Kampfsystem ist es künftig nicht mehr möglich, mittels eines leichten Fighters eine Korvette wie die Hammerhead allein auszuschalten oder mit ballistischen Waffen ganze Gegnergeschwader aus dem Weg zu räumen. Auch einen Nase-zu-Nase-Kampf möchte CIG vermeiden und mehr hin zu mehr fliegerischen Manövern und Angriffen. Jedoch bleibt abzuwarten, wie sich dieses Balancing und die Anpassungen letzten Endes spielen. Eine weitere und vor allem für Überraschungsangriffe nutzbare neue Mechanik ist das Abfeuern von Raketen und Torpedos ohne vorherige Zielaufschaltung. Dies bietet letztlich vor allem im Kampf gegen große Capital-Schiffe die Möglichkeit, aus der Nähe die Raketen zu nutzen, ohne sich in eine direkte Gefahr begeben zu müssen. Das bereits angesprochene Power-Management-System ermöglicht es uns, aktiv Einfluss darauf zu nehmen, wie wir unser Schiff steuern und nutzen wollen. Hier ist gleichwohl eine passive Spielweise, welche auf einen Energiefokus auf Schilde und Antriebe setzt, denkbar, wie auch eine aggressive, indem wir die Waffen priorisieren. Ballistische Waffen hingegen benötigen keine Energie aus den Kondensatoren. Nachdem fast alle Schiffe neue Grundwerte erhalten haben, fliegt sich nun ein schwerer Fighter deutlich träger und weniger wendig als ein leichter Fighter. Diese Anpassungen sind weiterhin im Gange, jedoch ist die Schiffsrolle sowie der Zweck des Schiffes letztlich maßgeblich für die Anpassung an das Handling. Ein weiteres Ziel des Balancings ist es, den Raumkampf weg von einem Nase-zu-Nase-Kampf hin zu notwendigen Flugmanövern und mehr simulationsfokussiertem Gefecht zu bringen.
Mit den dynamischen Events, wobei wir zunächst das Xenothreat-Event sowie den Ninetales Lockdown im Persistent Universe spielen können, findet eine erste Version großflächiger, dynamischer Inhalte ihren Weg ins Spiel. Hierbei liegt der Fokus auf den Hintergrundmechaniken, welche direkten Einfluss auf die Spielökonomie sowie fast alle Bereiche im Spiel selbst haben werden. Und wenn ihr hierüber mehr wissen wollt, empfehle ich euch das Video zum dynamischen Universum hier im Kanal. Mit dem Xenothreat-Event, welches eine Bedrohung einer Piratenorganisation gegen die UEI darstellt, werden alle Spieler eines Servers aufgerufen, diese Bedrohung abzuwehren. Hier haben wir die Möglichkeit, zusammenzuwirken und die Xenothreat letztlich zurückzuschlagen. Und im Gegensatz zum ersten Xenothreat-Event, welches in verschiedene manuell ausgelöste Phasen aufgeteilt war, welche sich über mehrere Tage lang wiederholten, soll in dieser Neuauflage das dynamische System im Hintergrund bereits seine Arbeit verrichten. Und somit haben wir wieder die Möglichkeit, die UEI Javelin zu versorgen und zu beschützen, um letztlich gegen die Xenothreat, welche mit mehreren Idris Capital Schiffen angreifen, in den Kampf zu ziehen. Denn dieses Event war bislang eines der spielerischen Highlights in Star Citizen und ich freue mich schon sehr auf die Neuauflage. Und nicht vergessen, Rüstung in-game kaufen! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und vielleicht sogar ein Subscribe hier. Die Version 3.14 bietet uns einige neue Spielmechaniken, umfangreiche Änderungen in bisherigen Systemen, Detailverbesserungen und mit Orison und Crusader die Fertigstellung des Stanton-Systems. Für mich einer der bislang interessantesten Patches. Aber wie immer interessieren mich eure Meinungen zum Thema. Was haltet ihr von der Version 3.14? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Und wie immer das Wichtigste ganz zum Schluss. Ein herzliches Dankeschön an alle Patreons, Kanalmitglieder und Twitch-Subscriber. Ohne euch wäre das in dieser Form gar nicht möglich. Ihr seid eine enorme Motivation. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch diesen Monat wieder umfangreiche Giveaways. Wie ihr daran teilnehmen könnt und was euch erwartet, seht ihr im nachfolgenden Ankündigungstrailer. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Bis bald und sage wie immer, see you in the verse.